Hallo und herzlich willkommen beim SimCity 4 Deluxe Version Einblick. Ja, ich habe das Spiel wieder mal rausgekramt. Ich habe es günstig bei GOG gekauft, weil ich es jetzt schon Ewigkeit nicht mehr gespielt habe und mir gefällt es immer noch extrem gut. Ich habe ja City Skylines und ja, mir gefällt das Spiel jetzt auch zwar sehr gut, also ich liebe einfach Städtesimulatoren, aber ich wollte jetzt einfach mal wieder zurück zu SimCity kommen und möchte euch ein bisschen die Stadt zeigen, so wie ich das plane. Es ist jetzt eigentlich eher so ein bisschen ein ja, verrücktes Durcheinander, aber das habe ich jetzt eigentlich nur gemacht, damit es denen gut geht. Ich habe eine gute Bürgermeisterwertung und kaum Stau, nix. In City Skyline hat man immer wieder Stau und muss man immer wieder alles umplanen. Hier kann man einfach drauf los siedeln. Und ja, es gibt sehr viele Gebäude, vor allem Wolkenkratzer, kommen jetzt hier schon aus dem Boden. Das größte Problem an diesem Simulator ist eigentlich, dass es immer wieder Leute wegziehen lässt wegen den großen weiten Gehwege, also ja, da muss ich da irgendwie noch mit Autobahn etwas machen, aber dafür brauche ich wahrscheinlich Add-ons, also Mods. Ich spiele nämlich ohne Mods und nur mit dem Launcher, damit die Auflösung gut ist. Die ist da Full HD und das läuft eigentlich jetzt eigentlich sehr gut, einfach ein bisschen hakeln beim Kamera bewegen durch die große City. So, ja, ich schau mal, ob der Sound überhaupt angenommen wird, also ob es Copyright Strikes gibt oder so, also nur kleine, ja, du kannst nicht mehr modifizieren oder so. Ja, gut. Ich bin jetzt gerade hier an diesem Stadtteil machen für die ganz Reichen. Deshalb habe ich die Steuern eigentlich recht hoch gemacht für die Armen, damit die überhaupt einziehen, weil ich will unbedingt hier einen Hightech-Betrieb und eigentlich diesen Stadtteil vom zweiten, also zwei dieser Noten für den Wohlstand auf drei ausdehnen. Aber es geht nicht so gut. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich machen muss. Ich bin ja eben sehr neu in diesem Spiel wieder. Hab lange nicht gezockt, hab das meiste halt wieder vergessen. Hier eigentlich auch. Habe ich am Anfang probiert, da ein bisschen kleiner Stadtteil zu machen. Und das geht nicht so gut. Ich möchte mal kurz Zonen zeigen, wie das so aussieht. Ja, es ist relativ wenig. Ich möchte in die Höhe bauen. Ist auch gut, weil genau dieser Stadtteil hier war alles grün und die hatten so lange Wege hier zu der Industrie, dass ich da schon Autobahnen hingebaut habe. Die musste ich ja wieder abreißen, die hatten einfach viel zu viel Platz verbraucht. Und ein kurzer Bürgermeister, ist alles super. Der Landwirt ist eigentlich alles auch super, außer natürlich die Industrie und vor allem der Country Club. Und die Attraktivität ist auch gut. Ich sollte vielleicht das Epidemienforschungszentrum irgendwo außen hin tun. Und ja, die Kriminalität ist ein bisschen hoch. Da muss ich noch ein bisschen mehr machen. Und hier geht's eigentlich. Also mehr kann man halt einfach nicht machen. Man muss größere haben. Und das wäre dann rausgeschmissenes Geld. Der Altersdurchschnitt, der ist schon extrem alt, also es ist eben schon, ja, wie viele Jahre vergangen? 40 Jahre. Gesundheit ist auch relativ gut, ich weiß nicht wieso hier, ja, da muss einfach mehr kommen. Die Luftverschmutzung habe ich jetzt auch runter gemacht, die war wirklich extrem bis hier rüber. Von der Chemie, von den Elektronikkraftwerken. Ich will sowieso dann wechseln auf Solarkraftwerk, also das muss ich mal kurz schauen.
Da oben. Ja, Solarkraftwerk. Die anderen zwei sind dann wieder, ja, extremst. Ja. Ja, Fusionskraftwerk wäre noch etwas. Aber das kostet so teuer. Das ist so extrem. Ja, gut. Ich warte auf die großen Wolkenkratzer. Das geht leider extrem lang. Deshalb kann ich da wahrscheinlich kein Let's Play draus machen. Mache jetzt einfach ein paar Update-Videos immer wieder. So möchte ich zeigen, wie der Simulator so ist. Aber es ist wirklich super toll. Und eben, es hat nur ein Add-on. Cities Skyline hat jetzt, glaube ich, 6 Add-ons, die man einfach nicht einzeln kaufen kann. Ich weiß nicht, ob ich das dann auch mal zeigen soll. Mal schauen, wie das ankommt hier, Cities SimCity 4. Und ja, ich bin dran. Ich spiele jeden Tag ein paar Stunden. Jo. Ich finde es einfach extrem cool. Ja. Diese Auto- und Helikopter-Mission mache ich auch immer wieder. Das ist immer das gleiche. Habe ich schon gemacht. Story-Typen habe ich auch schon gemacht. Helikopter-Missionen sind eigentlich sehr gut. Und jetzt habe ich einfach Geld. Ich muss einfach mehr monatliche Einnahmen haben als monatliche Ausgaben. Dann mache ich noch einen Flughafen. Und vielleicht ein paar Sehenswürdigkeiten. Ja. Gibt viel zu tun. Ich freue mich darüber. Hier ist der Flughafen. Aber kostet extrem viel. Also ja, wirklich eine kleine Landebahn zuerst. Aber erst wenn ich 700 Euro mehr... Ja. Könnte ich jetzt eigentlich machen. Machen wir ein Gebäude mal kurz hin. Weil wir haben hier Platz. Wie nichts. Aber ich möchte es gerne seitwärts. Aber es geht irgendwie nicht seitwärts zu machen. Doch da, oder? Nein, das ist die Kammer. Ja, das ist das größte Problem, dass ich jetzt da nicht seitwärts... Doch jetzt, komm schnell, bitte. Wir schaffen das heute noch seitwärts, ja. Sehr gut. So, jetzt haben wir wirtschaftliche Chancen mehr weiter höher gemacht. Ich hoffe, das kommt etwas hier. Es ist alles nach unten wegen den Steuern. Aber das will ich jetzt gerade so... Es muss also über Null sein, damit irgendwie jemand einzieht. Schauen wir mal, wie der Flughafen gebaut wird. So. Geht einige Zeit natürlich. Ist ein großes Gebäude. Und ja, es wird sehr, sehr wenig noch auf YouTube also Videos kommen einfach sehr wenige. Und ich möchte das wieder ein bisschen antreiben, weil ich möchte natürlich gute Wirtschaft, also ja, Simulatoren, egal ob irgendwie ein Freizeitpark oder eine Stadt oder ja, einfach irgendwelche Züge oder ja, Flughafen oder so. Uns kommt relativ wenig, also vielleicht dann Tropico 6 dann oder was das ist, genau, für einen Teil. Und ja, ich würde da auf jeden Fall ziemlich das nächste große Simulatoren-Game kaufen. Egal wie teuer es ist. Weil ich bin jetzt wirklich wieder gehypt, weil ich früher eigentlich diese Spiele hauptsächlich hatte und auch gern gespielt habe. Wieso nicht jetzt wieder anfangen? So, geht noch einige Zeit. Ja, ich freue mich jetzt zu spielen. Oh, die W2. Ja, die mittlere Finanzschicht bei den Wohnhäusern. Gut. Dann gibt es wahrscheinlich wieder Wolkenkratzer bald. Können wir jetzt mal kurz schauen, ob es hier gibt. Nö, ja, es kommt einer. Das ist aber ein W3. Okay. Ja, wir werden es gleich sehen. Das ist jetzt wirklich eine Stadt, wo ich auch nicht schneller gehe. Die anderen Industrie- und Agrarwelt, die sind, also, ja, Stadtseils in der Serie, die habe ich immer auf schnell. So, kommst du? Das geht ewig. Ich denke, ich mache hier auch nochmal Bodengebäude. Und hier drüben.
damit der Flughafen auch richtig besucht wird. Hier mal eine Straße noch rüber. Und hier auch. So. Könnte ich eigentlich auch noch einen großen. Ja, ja. Das reicht so. Sehr gut. Ja, bin mal gespannt, wie es jetzt hier weitergeht, weil das jetzt in der Mitte ist. Ich möchte unbedingt Hightech natürlich in der Mitte haben. Ich hoffe, das geht noch ein bisschen. Ja, ich muss wirklich zuerst die zweite Finanzschicht machen, bevor ich die Reichen hintun kann. Aber hier ist schon alles Hightech. Also, meine ich eigentlich. Ja, es ist alles Hightech. Alles die drei dritte. Alles reich. Aber nicht so gut besucht leider mehr. Ja, ich muss unbedingt wieder. Ja, ich muss mein Geld ausgeben. Es ist schon extremst hoch wieder. Fast schon wieder der Anfang. Okay, ich habe jetzt erst kürzlich noch Straßen gebaut und dafür ja, Wohngebäude abgerissen, große. Das hat schon Geld gekostet, aber ja, ich werde jetzt einfach mal noch reiche Wohngebäude, Wohnzonen hier machen und dann sehen wir uns in einem nächsten Video noch. Aber ich möchte jetzt gerade kurz noch den Flughafen zeigen, aber er ist nicht so. Man sieht ihn eigentlich da auf dem Bild, aber es ist halt relativ klein. So. Ja, jetzt ist er fertig. Ja. Also so spektakulär sieht er auch nicht aus. Aber die Größe, das wird schon extrem groß. Ja, der irgendwo in die Mitte dann. Mal kurz vorplanen. Ja, das sollte hier unten. Hier. Weil hier ist noch Industrie. Ja. Dass da alles zum Flughafen kann. So, weg da. Jo, jetzt sollten eigentlich hier Gebäude gebaut werden an der Straße. Das ist die neue, also die senkrechte hier. Ist die neue Straße, die hat extrem viel gekostet und deshalb muss ich noch ein bisschen warten. Schauen wir mal, was hier kommt. Ja, Hotels mit zweier Schicht. Hm. Und die sollen jetzt mal wieder einziehen. Das ist nicht normal wegen den Pendelstrecken. Ob ich wirklich ein bisschen näher die Industrie hier hin tun soll, aber da muss ich alles wieder abreißen. Ich weiß es nicht. Oder nochmal eine neue Zone hier oben machen. Also, Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten SimCity 4 Video. Tschüss.